Okay. Ich sehe da jetzt noch nichts, dass wir irgendwas herstellen können. Für Resistenz ist auch nicht schlecht. Können wir was verzaubern? Schöne Streitaxt, die ich trage. Okay. Können wir nicht. Schade. Später vielleicht irgendwann. Nein, aber wir nehmen es mit. Was wären wir denn los? Haben wir schwere Waffen dabei? Ich will mal die verkaufen. Den können wir wieder fallen lassen. Diesen Zweihänder brauchen wir auch irgendwie nicht. Na dann. Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Fühlt ihr euch nicht wohl? Lukan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Vielleicht kann ich ein bisschen was verkaufen. Lukan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Okay. Drachenfriedhof. Na, jetzt müssen wir das erstmal machen, damit wir damit weitermachen können. Künesheim liegt in dieser Höhe. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Warte ich für mein Pferd. Ich würde eigentlich dann spätestens, wenn wir in Künesheim sind, machen eine kleine Aufnahmepause. Sie läuft hinterher. Wir brauchen dringend mal einen Stall. Und wir können es schon leisten. Eine Rüstung können wir uns wahrscheinlich auch schon leisten. Auf geht's. Wo liegt denn das? Hier müssen wir hin. Oh je. Dann mache ich mal eine Schnellreise. Haben wir es nicht mehr so lang. Müssen wir nicht den ganzen Weg reiten. Na dann, ist nicht mehr weit. Ich weiß nicht, welchem Questmarker wir jetzt folgen sollen. Sie liegen ja beide ungefähr in der Nähe.
Hü, Pferdchen Hü. Wir sind ganz in der Nähe. Okay, sein entdeckt. Nein, da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache, er greift an. Oh nein, es ist schon zu spät. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Ah ja. Du wartest hier, Pferd. Wo sind die starken Fälle? Hier. Damit kämpfen wir zuerst. So, den Drachenhügel. Ich muss unbedingt mal speichern. Auch wenn wir es noch nicht beenden. Eigentlich wollte ich beenden. Das ist zu spannend gerade. Oh, ich sehe ihn. Den Drachen. Bringen wir uns irgendwo in Sicherheit. Ich hoffe, ich kann mit dem Pfeil umgehen. Oh, ich bin unsichtbar. Das ist sehr praktisch. Jetzt bin ich nicht mehr unsichtbar. Schon ein paar Fette verschenkt. Na komm, Drache. Salogni, Sil, Grodova, Ulze. Die sind effektiv. Wie ist das? 20 Schaden? Ach, hier. Der Drache. Lydia, was machst du? Gleich. Das ist gut. So, wir haben ihn. Nicht ganz allein. Es geht ja vor sich. Ihr Götter im Himmel. Drachenknochen. Viel Geld. Und schöne Pfeile. Muss ein bisschen was loswerden. Jagdbogen vielleicht. Oha. Muss viel mehr loswerden. Mit der Angel haben wir noch nie gekämpft.
Was hat hier Gewicht? Der Trollschädel hat Gewicht. So, und sollten wir Bögen möglichst behalten. Drachenknochen. Die sind's. Daran sind aufgenommen. Sehr schön. Was hast du da für? Was hast du da für einen hübschen Stab? Ein Drachenblut. So sieht's aus. Und ich muss jetzt mal was erledigen. Okay. Können wir nicht. Wir haben noch einen Drachensehne. Wie viel brauchen wir, um es einsetzen zu können? Tja, dann halt nicht. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Noch, wir haben das One. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Der war eher weiß, aber was so ist. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Wirklich? Wo? Interessant. Der Drache. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Das ist einer der legendäre Drache, der hinter allem steckt. Absolut gar nicht. Ach, das ist so, ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut. Jetzt habt ihr es gefunden. Wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon?
Gute Vermutung, aber vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kreisereich gegen die Talmor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Gut. Was hast du denn da für einen hübschen Stab? Kannst du jetzt zaubern, Lydia? Und nun? Bring der Sound zu Aranegia. Sprich mit Delphine. Wir müssen herausfinden, ob die Talmor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Ja. Dinge im Dunkeln abgeschlossen. Diplomatische Immunität. Das machen wir dann später. Jetzt würde ich erstmal das Horn zur Energie bringen. Können wir vielleicht schnell reisen? Hoffentlich. Hier wollen wir hin. Warte, wir haben ein Pferd, was wir mitnehmen wollen. Steht hier irgendwo rum. Das sollten wir nicht vergessen. Das habe ich irgendwo im Dorf abgestellt. Als Route zum Dorf. Fühlt ihr euch krank? Warum sagt das jeder? Ein Fremdling? Kein Grund, im Kühnesein anzuhalten. Zieht weiter. Aha. Jetzt hinten eine Kneipe, ein Gasthaus. So, dann fliegen wir mal mit dem Pferd. Hoch nach Rot. Hoch Rotgar. Hoch Rotgar. Wie das Pferd hier hochgekommen ist. Das ist eine andere Geschichte. Das Pferd kann hier stehen bleiben. Sicher vom Schnee. So, hab was für dich. Ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Oh ja. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Master Wolf, da wird nun sein Wissen über da. Ich würde zur Seite gehen. Ja. Rote der Macht. Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen.
Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Oh je. Lingra, Kossisaran, Stundul, Jüder, geh da weg! Du bist nicht bereit dafür. Mesnu Ismien, Dovaseron, Damaan, Darok. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Das wollte ich nicht ersetzen. Unerbittliche Macht. Hoch Hrothgar steht euch nun offen. Verdammt. Das wäre so episch gewesen, wenn ich das eingesetzt hätte. Fuß runter! Genau so. Episch. Die Drachengeborene kommt. So, die Quest haben abgeschlossen. Dann auf nach Flusswald, würde ich sagen. Drachengeborene kehren auf Flusswald zurück. Fast so episch wie Kamehameha. So. Dann würde ich mal sagen, hier ist das Gasthaus, wo wir rein müssen. Mache ich hier an der Stelle mal eine... okay. Drachengeborene mit der Ritterrüstung. Aufnahmepause. Und ja, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part oder in diesem Part, wenn wir bei den nächsten Quest weitermachen und unseren Weg als Drachengeborene beginnen. Okay. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt, ich habe einen Plan. Naja, ich weiß nicht. Sally steht da draußen. Bisschen Gold stehen. Ist wahrscheinlich sowieso gerade egal, wie hier was stehen. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Es ging ja schnell, warum kämpfen wir uns den Weg nicht einfach rein? Ich mache das hier schon sehr lange, erinnert ihr euch? Während die Talmor nach mir gesucht haben, habe ich sie beobachtet. Liegt immer noch Schwert, was ich weggeworfen habe. Und wie der Plan, wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Aha. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Sie heißt Malborn,
ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmud zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elendens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Marlborn arrangiert habt. Noch Fragen? Einsamkeit. Macht euch keine Sorgen wegen Marlborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir der Bademeister sein Maul halten, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Das stimmt. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Ich verstehe nichts mit Smallbarder. Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Ja. Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elendvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Marlborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Ja. Was habt ihr immer noch Fragen? Wir müssen den Baden umbringen. Feendahl glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer... Gewiss? Was kann ich für euch tun? Ach, schade, wir können nicht sagen, hätte es mal. Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Okay. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Wo führt uns unsere Quest? Nach Einsamkeit. Durch Marlborn in Einsamkeit. Ja. Waren da nicht auch die Baden? Die Badenschule? Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Na, Axt eher. So gut wie Eol und Grau. Ja, im Tor hab ich's gelassen. Sogar so gut wie ihr? Oh, ich weiß. Arbeitet weiter so fleißig wie bisher. Und ihr könntet der größte Schmied werden, den Himmelsrand je gesehen. Ja, Schmied werden wir jetzt nicht. Wir haben das Pferd wieder. Ganz oben nach Einsamkeit müssen wir. Wollen wir noch irgendwas in... Ein Weißlauf. Wir können bei den Steilen mal eine einen Steil für den unser Pferd uns holen. Ja. Steilkarte kaufen. Genau, das wollte ich sagen. Ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Pferd mit einer Rüstung. Natürlich. 500 Gold, Stahlrüstung, Elfenrüstung. Fantastisch. Wie viel habe ich denn? Natürlich. Reitet schnell wie der Wind. Das sieht dir edel aus.
Jetzt habe ich nur 38 Gold. Wo finde ich jetzt die... Nur eines ist besser, als ein schnelles Schlachtross zu reiten. Ein schnelles Schlachtross über den Feind hinweg zu reiten. Was bedeutet das jetzt, dass ich eine Karte habe? Eine Pferdekarte. Ob ich jetzt mein Pferd hier unterbringen kann, oder... Die Rüstung sieht hübsch aus. Ist auch nicht... übel, dass wir das hier, dass wir das ein bisschen schützen können. Muss das googeln oder was bedeutet das jetzt hier eine Karte zu haben? Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulva. Wie ihr seht, nein. Was habe ich jetzt eine Karte gekauft, die ich im Inventar habe, oder was habe ich da? Wildpferdekarte. Wenn ich jetzt Wildpferde sehen, wo ich dann. Wenn ich gucken, wo ich. Wenn ich gucken, wo ich Wildpferde zähmen kann. Ja, ich meine, warum nicht? Auf nach Einsamkeit, Einsamkeit, Einsamkeit. Weiß auch nicht, warum ich das so betone. Wir können nach Mortal. Mistengraf, ja. Ist doch schon weit in der Nähe. Dann müssen wir nicht mehr weit. Sind wir eigentlich schon fast da. Schnellreisen sind praktisch. Ach, das Ding hier. Ich erinnere mich, als wäre es gestern nie gewesen. Oh, halt, es war gestern. Sumpfgebiet. Nein, eher ein Wassergebiet. Und Wasser und Eis. Und da war ein Gegner, wahrscheinlich irgendein Wolf oder so. Die Richtung. So weggehe ich so wirklich schnell. Reisen geht es damit nicht. Wenn man Brot. Vom Brot fahren lernen. Wir müssen in die Richtung. Ah, da gibt es auch eine große Brücke. Und dann nehmen wir die große Brücke.
reden wir da mal hinauf. Ich glaube, wir können sie nehmen. Sieht ziemlich klippig aus. Und bei mir kann unser Pferd hier durch fast jede Art von Ebenen, durch die wir auch gehen können. Also in The Witcher war das wirklich so plötzlich und ja. Also in The Witcher 3, alles was nicht ebene Straße war, war schon irgendwie ein Problem. Und warte mal, hier fährt. Ich finde meinen anderen Weg nach oben. Ist irgendwie doch ein bisschen umständlicher, da hinaufzukommen. Die Brücke wird so einfach nicht überquert. Ein bisschen Geld. Können wir schreiben. Ich hole mal mein Pferd hierher. Können wir das hier zwischenstellen? Unterstellen. Zwischendurch unterstellen, genau das würde ich sagen. Okay. Standard 12 Stunden schlafen. So ein Camper braucht's.